Herzlich willkommen zu dem dritten Teil der Veranstaltungsreihe der Werteinitiative für jüdisch-deutsche Position. Bedrohungen für jüdisches Leben und Gefahren für die Demokratie heißt die Veranstaltungsreihe. Nachdem wir bereits über Rechtsradikalismus und Islamismus diskutiert haben, soll es heute um Linksradikalismus gehen. Denn auch die extreme Linke blickt auf eine Geschichte zurück, die von Antisemitismus und Antizionismus geprägt ist. Die oftmals feindliche Haltung der radikalen Linken gegen Staat und Polizei gefährdet unser friedliches Zusammenleben. Wie kann unsere Gesellschaft darauf angemessen reagieren? Sind wir auf dem linken Auge blind? Darüber möchte ich heute hier in Berlin mit unseren Podiumsgästen diskutieren. Lassen Sie mich zunächst Linda Teuteberg vorstellen. Sie ist Rechtsanwältin und seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages, Obfrau der FDP-Fraktion im Innenausschuss sowie deren migrationspolitische Sprecherin. Dr. Wolfgang Kraushaar ist Politologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung. Er gilt als einer der profiliertesten deutschen Forscher zur Geschichte des linksradikalen Terrorismus und hat lange zur Studentenbewegung geforscht, sowie zur RAF, zum Antisemitismus im linken Spektrum. Matthias Middelberg ist innenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Vorsitzender der Landesgruppe Niedersachsen und stellvertretender Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand der Fraktion. Und zu guter Letzt Stefan Redlich ist leitender Kriminaldirektor und Leiter des Stabes des Landeskriminalamtes in Berlin. Und an Sie würde ich auch gerne meine allererste Frage richten. Beobachter und auch der Verfassungsschutz warnen schon längere Zeit vor zunehmender Gewaltakzeptanz und Anwendung innerhalb der linksextremen Szene. Wie stellt sich das für Sie dar in Ihrem Alltag, in Ihrem beruflichen Alltag? Können Sie die Zunahme von linksradikalen Straftaten hier in Berlin auch beobachten? Und daran anschließend, um welche Art der Straftaten handelt es sich? Also eine Zunahme gibt es tatsächlich dieses Jahr, aber es gibt, das ist immer eine phasenweise Entwicklung. Je nachdem, welche Themen auf der tagespolitischen Agenda sind, sehen wir Zunahmen, aber dann auch wieder Rückgänge. Und deswegen würde ich sagen, ist das alles über die letzten 10 Jahre in einem in einem Auf und Ab, was jetzt aber keine ganz besondere Steigerung über eine längere Zeit bedeutet. Und linksextreme Straftaten haben in der Regel einen Themenbezug. Und zwar diese Themen ändern sich, zum Beispiel während der vielen Flüchtlinge, die 2015, 2016 gekommen sind, hatte es viel mit diesem Thema zu tun. Zurzeit ist es so, dass die Gentrifizierung eine große Rolle spielt. Es spielt eine Rolle Antikapitalismus und auch Straftaten gegen rechte Strukturen oder die als solche erkannt sind. Aber diese Felder verändern sich über die Zeit. Sind das eher Gewalttaten oder sind das Zeigen von Symbolen, die nicht erlaubt sind? Was genau spielt sich da ab? Was genau verfolgen Sie da? Also wir haben in Berlin weniger linke Straftaten, linksextreme Straftaten als rechtsextreme Straftaten. Wir haben aber mehr linksextreme Gewalttaten als rechte Gewalttaten, was sich erstmal erstaunlich anhört. Aber im rechten Bereich haben wir eben diese ganzen Propagandadelikte, Symbole, wie Sie gesagt haben, Hakenkreuz, Hitlergruß etc. Diese Art von verbotener Symbolik gibt es im linksextremen Bereich praktisch nicht, bis auf ganz bestimmte Ausnahmen. Also dort haben wir quasi 0 Verfahren, also tatsächlich sind es 4 im Jahr, gegen um die 1000 im rechten Bereich. Ja. Aber linksextreme Straftaten, da haben wir Branddelikte, das zählt als Gewaltdelikt. Wir haben tatsächlich viele Körperverletzungen im linken Bereich, Landfriedensbrüche. Und das ist durchaus etwas, was in der Diskussion manchmal etwas verloren geht, dass eben doch sehr viel auch Gewalt verübt wird. Jetzt vom Blick des Politikers aus, können Sie das bestätigen, dass die Zunahme jetzt sich doch im Rahmen hält oder nehmen Sie das anders wahr? Also ich habe ja, ich sag mal, die bundesweite Brille auf. Herr Redlich kennt sich hier in Berlin hervorragend und viel besser aus als ich. Ich habe so ein bisschen die bundesweite Brille auf und da
will ich mal sagen, um einen Gesamtüberblick zu geben, wir haben in allen drei Extremismusbereichen, die wir vielleicht mal besonders in den Fokus nehmen können, rechts, links, wie Islamismus, rechts die stärkste Zahl von Extremisten, ungefähr 33.000 zählen wir da, dann haben wir ungefähr 30.000 Linksextremisten und 28.000 Islamisten. Aber es ist kein großer Unterschied. Bei der Gewaltorientierung sind es jeweils so ungefähr 8.000, 9.000. Und bei den Gefährdern haben wir dann erhebliche Unterschiede. Da sind bei den Islamisten deutlich die meisten Gefährder, über 600. Im rechtsextremen Bereich zählen wir ungefähr so 70, 80 Gefährder. Und im linksextremen Bereich sind es, glaube ich, aktuell 5. So, also da sieht man schon dann deutlichere Unterschiede. Und was jetzt die Straftaten angeht, sind die insgesamt im linken Bereich zurückgegangen in den letzten Jahren. Sie sind aber beim Thema Gewalt insgesamt ansteigend. Wir hatten auch nochmal einen besonderen Punkt 2017 mit der G20-Veranstaltung in Hamburg. Danach gab es einen gewissen Rückgang bei den Straftaten. Man muss natürlich jetzt, kann sich an 2017 jetzt nicht orientieren, sondern muss eigentlich die längerfristige Entwicklung beobachten. Und wenn wir dann drauf sehen, sehen wir schon, dass in dem Bereich, ich sag mal so, der unmittelbaren Gewaltausübung gegenüber anderen Menschen sich schon etwas verändert hat, da offensichtlich Hemmschwellen fallen, dass es direkte Angriffe gibt auf andere Menschen, die zu Hause aufgesucht werden, wie eine Immobilienmaklerin in Leipzig, die quasi zu Hause besucht wird und dann persönlich angegriffen wird, geschlagen wird. Und das sind schon andere Qualitäten, die wir vorher so im Linksextremismus nicht hatten. Da waren das eher Straftaten im Zusammenhang mit Demonstrationen, also themenbezogen, wie Herr Redlich das auch, finde ich, richtig wiedergegeben hat. Und im Zuge dieser Demonstrationen ist man dann mit der Polizei quasi aufeinandergeprallt und dann hat es in diesem Zuge Straftaten gegeben. Jetzt gibt es aber auch sehr unmittelbar eben Angriffe gegen andere Personen, auch gegen einen Polizeibeamten zu Silvester in Leipzig und auch Angriffe eben gegen die andere Szene, gegen die rechte Szene, wo die wirklich gezielt aufgesucht werden und dann auch Straftaten begangen werden, die man unmittelbar gegen andere Personen ausübt, Reizgas und Körperverletzungen und anderes. Also da sind schon, ich würde schon sagen, dass wir beobachten, dass da gewisse Hemmschwellen fallen. Ob das jetzt eine längerfristige Entwicklung ist, muss man beobachten. Im Moment ist es so zu beobachten. Es fallen gewisse Hemmschwellen. Frau Teuteberg, nehmen Sie das ähnlich wahr? Ja, also ich finde auch, wer Zeitung liest, nimmt das wahr und auch zum Teil vielleicht im eigenen Umfeld schaut. Es gibt natürlich regional unterschiedlich ausgeprägt auch linksradikale Szene. Aber ich nehme das schon ganz deutlich wahr. Und ich finde auch mal jenseits der, wie Herr Redlich sagte, etwas manchmal schwankenden Zahlen in der Kriminalstatistik, finde ich, gibt es ja ein qualitatives Problem. Also wer für sich in Anspruch nimmt, dass er seine politischen Ziele mit Gewalt, und zwar sowohl gegen Sachen als auch gegen Personen, verfolgen dürfe, der stellt ja in Wahrheit in Abrede, dass es eigentlich genug friedliche und legale Möglichkeiten in unserer Demokratie gibt, sich politisch zu engagieren, für seine Überzeugungen zu streiten. Ich finde, das ist ein sehr grundsätzliches Problem. Und deshalb hängt das auch gar nicht so von der einzelnen Statistik ab, ob das ein wichtiges Phänomen ist, dem man sich stellen muss und dass man auch nicht als aufgebauschtes Problem verharmlosen darf, sondern es rührt an den Grundfesten unseres Zusammenlebens, unserer Verfassungsordnung. Und deshalb finde ich, ist es auch wichtig, dass wir es genauso in den Blick nehmen wie andere Formen des Extremismus. Herr Dr. Kraushaar, historisch gesehen, worauf basiert die Demokratiefeindlichkeit der Linksextremen? Das ist eine Frage, die sich nicht in zwei oder drei Sätzen beantworten lässt, naheliegenderweise. Aber Sie sprechen natürlich, wenn Sie von Historie reden, etwas an, was vielleicht auch hier in unserer Diskussion die Perspektiven etwas anders konturiert. Also wenn ich über solche Themen wie links, rechts, Gewalttätigkeit, Straftaten und so weiter nachdenke, dann habe ich im Grunde genommen die gesamte Geschichte der Bundesrepublik, also von 1949 bis heute, die alte Bonner Republik und die heutige Berliner Republik vor Augen. Und da situieren sich die Sachen ganz anders. Also zum Beispiel ist der Punkt eben erwähnt worden, inwiefern es von linker Seite Übergriffe gegeben hat
gewaltsame Übergriffe auf Einzelpersonen. Das ist nichts Neues. Das hat es auch in 80er Jahren gegeben, das hat es auch in 70er Jahren gegeben. Auf Immobilienmakler zum Beispiel, gegenüber Journalisten, gegenüber Polizisten, gegenüber Staatsanwälten und Richtern. Also das, was jetzt hier als neu beschrieben wird, ist in Wirklichkeit nichts Neues. Und insofern müsste man die Genese dieser, ich sag mal, Schwellenüberschreitungen herausarbeiten, beschreiben und zu analysieren versuchen. Und das ist in der Tat nicht ganz einfach. Es beginnt eigentlich beim obersten Etikett. Was heißt links? Wer zählt sich zur Linken und von wem ist die Rede, wenn wir jetzt von den Linken sprechen? Ist die Sozialdemokratie davon die Rede? Ist ihre Jugendorganisation die Jungsozialisten? Sind die gemeint? Ist es die SED-Nachfolgepartei, den Begriff links für sich gemeint hat, usurpieren zu können, nämlich die Linke? Oder sind es die Autonomen oder andere eher subkulturell bestimmte Gruppierungen? Also das ist ein sehr, sehr weites Spektrum, insbesondere in Bezug dann auf das eigentliche Thema des heutigen Abends, nämlich antisemitische Gefährdung, ist es enorm wichtig zu wissen, von wem man eigentlich spricht. Insofern habe ich einen gewissen Vorbehalt, über die Linke pauschalisierend als solcher zu reden. Ja, Linksextreme, ne? Das ist, glaube ich, das sollte man... Linksextreme, da beginnt das Problem, die Schwierigkeit natürlich auch in zugespitzter Form noch mal anders deutlich, weil ja bis 1973, 74, bis zu dem Zeitpunkt, als Werner Mayhofer Bundesinnenminister war, hatte man noch den Begriff des Radikalismus, und zwar von rechts wie von links verwendet. Der Islamismus spielte damals keine Rolle. Aber das ist damals geändert worden. Man hat den Begriff des Radikalismus ersetzt durch den des Extremismus. Und das ist meines Erachtens mit erheblichen Problemen versehen. Weil kein Mensch würde von einer, im Sinne einer Dynamik, einer dynamischen Entwicklung von Extremisierung reden, sondern jeder von Radikalisierung. Und es gibt auch eine treffende Unterscheidung, was das Bundesamt für Verfassungsschutz anbetrifft, das nämlich zwischen Radikalisierung und Extremismus unterscheidet und der Überzeugung offenbar ist, dass man Radikalismus unter Umständen bis zu einem gewissen Grad akzeptieren könne, im Gegensatz zu Extremismus. Bei Extremismus ist einfach die Identifizierung mit antidemokratischen Einstellungen und Gefährdungspotenzialen sehr viel stärker als beim Begriff des Radikalismus. Beim Radikalismus sind die Übergänge zwar auch vorhanden, aber sie sind nicht in derselben Weise eindeutig und identifizierend. Also diese Dinge müsste man vielleicht auch mit im Kopf haben, um das beschreiben zu können. Aber lassen Sie mich kurz noch vielleicht zu Ihrer Fragestellung zurückkommen. Die Entwicklung der Linken hin zur Gewalt hat natürlich mit bestimmten Erfahrungen und historischen Konstellationen zu tun. Und da ist sicherlich ausschlaggebend gewesen die Phase einer sich radikalisierenden Studentenbewegung, insbesondere hier in Berlin am Ende der 60er Jahre. Und man hat dann aufgrund einer schockierenden Erfahrung, dass nämlich einer, der nicht militant in Erscheinung getreten war und friedlich zu einer Demonstration gegangen war, Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967, aus unmittelbarer Nähe von hinten durch einen Polizisten mit einem Schuss getötet werden können, das war wirklich so was wie ein Weckruf und gleichzeitig auch in der Reaktionsbildung so etwas wie eine Misstrauenserklärung gegenüber dem Staat und seinen Institutionen. Und da hat sich sowas herauskristallisiert und das ist nicht ganz einfach von den einzelnen sozusagen Strängen und Aspekten und Dimensionen zu bestimmen, aber es ist eins, ist sicherlich klar. Die damals von nicht wenigen Akteuren getroffene Unterscheidung von Gewalt gegen Sachen und Gewalt gegen Personen war nicht hilfreich und nicht zielführend, weil meistens hinter Sachen auch Personen standen und insofern in actu ohnehin nicht mehr hat unterschieden werden können bei einer Demonstration oder einer sonstigen Aktion, wen es dort hätte treffen können. Und das hat mit dazu beigetragen, dass da die Konturen verschoben und abgeschliffen worden sind und kein wirkliches differenziertes Unterscheidungsmerkmal gefällt werden können. Und damit ist man sozusagen mit einem Fuß bereits in der Militanz und der Gewaltanwendung gewesen. Und das ist alles relativ rasch innerhalb von wenigen Jahren gewesen, was heutzutage große Themata sind.
Ich würde gerne kurz ergänzen, was Sie gesagt haben zum Thema Gewalt gegen Sachen. Das sehe ich ganz genauso. Das ist eine ganze Reihe von auch linksextremen, natürlich auch rechtsextremen, aber eben auch linksextremen Straftaten gibt, die sich zunächst mal vordergründig gegen Sachen richten. Also wenn wir das Themenfeld Gentrifizierung haben, da werden Häuser angegriffen, da werden Scheiben eingeworfen, da werden die Hausfassaden mit Teer besprüht. Das sind Sachbeschädigungen erstmal, das ist Gewalt gegen Sachen. Aber das Ziel der Tat ist ja sozusagen, dass man den Menschen dort zeigen will, ihr seid hier nicht willkommen, geht weg. Ja, also es ist eigentlich ein, man will die Leute, die jetzt so wahrgenommen diesen Kiez gentrifizieren, dort am liebsten verdrängen. Und das wird von den Menschen gar nicht so als Gewalt gegen Sachen empfunden, sondern als eine ganz tiefe Verletzung in ihrer Sicherheit, die sie in ihren Wohnungen empfinden. Und deswegen ist das, kann ich nur unterstreichen, muss man darauf achten, dass auch Gewalt gegen Sachen Gewalt ist. Frau Teuteberg, wir haben gerade auch, Herr Krauser hat das schon aufgezeigt, dass die Übergänge eigentlich fließend sind zwischen Linksextremismus und den Linken, beziehungsweise man muss genau gucken, wovon wir eigentlich reden. Aber kann man denn sagen, dass das Gedankengut der Linksextremen schon mittlerweile auch in den Mainstream eingegangen ist oder in Teile des linken Mainstreams? Ja, also mindestens ist das nicht ohne Wirkung. Ob man es jetzt eingegangen, ob man darunter versteht, dass es auch bewusst akzeptiert ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich finde, die bestimmte Rechtfertigungsargumentationsmuster, wie dass es eher Gewalt gegen Sachen sei oder dass ein gutes Ziel dahinter stecke und das irgendwie doch ein bisschen legitimiere und so, das ist ja schon ziemlich verbreitet. Also wenn bis hinauf zu einer Bundesministerin, die auch sagt, das sei ein aufgebauschtes Problem, selbst wenn es da klare Straftaten gibt, dann ist das schon bemerkenswert. Was mir gerade noch mal auffiel, auch bei den Erläuterungen von Herrn Redlich, ist, dass das ja eigentlich auch ein spannender Wertungswiderspruch innerhalb der Wertung der Linken selbst ist, der Linksextremisten, dass sie selber immer sehr schnell von struktureller Gewalt oder so sprechen und sehr mittelbar das Verhalten anderer als Gewalt deuten und für sich selbst aber in Anspruch nehmen, dass erst ab einer bestimmten Schwelle das auch als Gewalt gilt oder eben bewusst die Unterscheidung machen zwischen Personen und Sachen. Also bei sich selbst sozusagen suchen sie danach Rechtfertigung, aber sie bezeichnen Dinge als Gewalt, die es dem Wortsinne nach nicht sind bei anderen in der Gesellschaft und rechtfertigen dann mit vermeintlich struktureller Gewalt ihr Handeln. Also das ist einfach, da wird mit sehr unterschiedlichen Maßstäben gemessen. Und ich glaube, wir müssen eben sehr aufpassen, dass das nicht in einem akzeptierenden Sinne einsickert in den Mainstream der Gesellschaft. Denn das würde in Wahrheit die Grundlagen unseres Zusammenlebens in Frage stellen, wenn auch nur irgendjemand für sich in Anspruch nimmt, Gewalt nutzen zu dürfen zur Verfolgung seiner politischen Ziele. Dafür gibt es eben bei uns ja genug Möglichkeiten mit Versammlungen, mit Engagement in Parteien und vielem anderen. Und wenn man damit andere Menschen nicht überzeugen kann von seiner politischen Haltung, dann muss man das einfach mal akzeptieren. Das ist Inhalt unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da gibt es dann kein Recht zum Widerstand oder so. Wo mir das übrigens auffällt ist, und ohne dass das groß hinterfragt wird, zum Beispiel im Zuge jetzt der Klimaschutzbewegung fällt das auch öfter. Man wähle jetzt den Widerstand, weil einem irgendwelche Dinge nicht schnell genug gehen an politischen Maßnahmen, Entscheidungen, die man selber für notwendig hält. Und da wird eigentlich auch schon mal gedanklich eine Schwelle überschritten. Es ist legitim zu demonstrieren, seinen politischen Druck argumentativ aufzubauen, aber nicht zu sagen, wir entscheiden uns jetzt für Widerstand und wir dürfen jetzt Mittel nutzen, die eigentlich illegal sind oder die andere einschüchtern, unter Druck setzen. Ja, Herr Kraushaar. An einer Stelle würde ich Ihnen doch gerne widersprechen wollen. Es gibt im Grundgesetz seit 1968 ein Recht auf Widerstand. Artikel 20 Absatz 4. Das ist im Rahmen der Notstandsgesetzgebung mit integriert worden. Davon haben sich viele allerdings auch ein bisschen täuschen lassen, weil so wie Sie das meinen, ist das nicht gedacht gewesen. Denn dieses ist ganz immanent gedacht und bezogen darauf, dass nämlich die Ordnung, die verfassungsmäßige Ordnung beseitigen will. Dass die Ausgehöhlten außer Kraft gesetzt wird, dass dann die Bürger ein Recht auf Widerstand haben würden. Aber es gibt eigentlich keine Festlegung dafür, wie dieses denn aufgehoben werden könnte, was nämlich gegen das Grundgesetz
Grundgesetz sprechen können und so weiter und so fort. Also das sollte man vielleicht mitbedenken. Also das Stichwort Recht auf Widerstand gibt es seit inzwischen 50 Jahren oder über 50 Jahren selbst im Grundgesetz. Genau, aber das hat ja Voraussetzungen. Ich habe mich in April gestellt, dass es Situationen geben kann, wo es das gäbe, aber auch in der aktuellen Debatte. Also wer zum Beispiel denen, die Verschwörungstheorien anhängen und von anderer Seite unsere Demokratie gerade gefährden, wer denen sagt, lass die Kirche im Dorf, wir sind nicht in einer Diktatur bei allem, was ihr kritisieren mögt, der kann das eben für sich an anderer Stelle auch nicht in Anspruch nehmen. Deshalb, wenn wir glaubwürdig bleiben wollen, sollten wir bei allen darauf pochen, eben nicht bei aller Unzufriedenheit mit irgendwelchen politischen Entscheidungen für sich anzumaßen, das jetzt als Diktatur zu diffamieren und sich deshalb andere Widerstandsrechte rauszunehmen. Aber es gibt auch noch das Stichwort vom zivilen Widerstand, was auch vom Bundesverfassungsgericht bis zu einem bestimmten Punkt auch akzeptiert worden ist. Also insofern, das mit der Widerstandsfrage ist nicht pauschal ausgeschlossen, sondern sehr, sehr eingeschränkt, nur möglich und handhabbar eigentlich nur als ziviler Widerstand und nicht als aktiver Widerstand. Ich würde aber schon sagen, Herr Krauser, dass in einer Demokratie im Grunde Widerstand per se nicht in Frage kommt, weil da wird die Meinungsbildung herbeigeführt über Wahlen und ich kann zu diesen Wahlen antreten, ich kann die Mehrheiten in Frage stellen. Also erst dann, wenn in Rede steht, dass diese Demokratie nicht mehr funktioniert, dass sie nicht mehr funktionstüchtig ist, dann kann so etwas wie Widerstand, selbst unbeschadet der Tatsache, ob es jetzt in der Verfassung steht oder nicht, selbst dann käme es in Betracht. Aber erst dann, wenn wir die Schwelle überschritten hätten, dass unsere Demokratie gewissermaßen offensichtlich und für jedermann erkennbar nicht mehr funktionieren kann, dann könnte man sich aufschwingen und sagen, jetzt muss ich hier irgendwie Widerstand leisten, und zwar um die Demokratie wiederherzustellen, um also einen offenen Meinungsbildungsprozess, um eine Mehrheitsfindung unter anderes wiederherzustellen. Aber eben wurde noch was Wichtigeres von Frau Teuteberg gesagt, was ich ganz interessant finde im linken Spektrum ist, dass man auch Probleme hat mit dem Mehrheitsprinzip. Willy Brandt hat das mal als Alterspräsident zur Eröffnung einer Bundestagslegislaturperiode gesagt, dass es ganz wichtig sei, dass man in einer Demokratie alle Wege der offenen Entscheidungsfindung, man kann das alles tagelang, wochenlang und noch länger diskutieren, aber irgendwann wird dann entschieden im demokratisch gewählten Parlament und dann muss man am Ende auch in der Lage sein, Mehrheiten zu akzeptieren. Und man muss auch eben, das beinhaltet eben auch zu akzeptieren, dass ich in diesem Meinungsbildungsprozess, jedenfalls jetzt mal für diese Runde, verloren habe. Dass ich jetzt mal mich und meine Position auch mal zurückstellen muss. Und ich glaube, die Linken haben gerade mit dem Mehrheitsprinzip große Probleme, weil viele so im Hinterkopf haben, eigentlich bin ich ein bisschen cleverer drauf, wir sind die Intelligenteren, wir haben mehr Einsicht, wir können das besser erkennen, die anderen sind zu blöd und deswegen müssen wir uns auf anderem Wege gewissermaßen durchsetzen. Und das klingt, also auch wenn man bei der Frage ist, was unterscheidet so zwischen rechts und links, das extreme Spektrum, dass die Linken sehr stark, ich sag mal, für sich in Anspruch nehmen, wir haben doch die bessere Erkenntnis. Wir wissen es eigentlich besser, die anderen sind noch ein bisschen so dusselig und wir müssen denen jetzt auf die Sprünge helfen. Zu diesem Gefühl der moralischen Überlegenheit. Auch eine moralische Überlegenheit, also im Geiste und auch moralisch. Kommen wir gleich. Ich würde jetzt gerne ein wenig von der Demokratiefeindlichkeit wegkommen und hin zum Antisemitismus schauen, innerhalb der Linken bzw. der Linksextremen. Wenn wir jetzt wieder mal ein bisschen zurückgucken in die Geschichte, was sind die Wurzeln des Antisemitismus innerhalb des linksextremen Spektrums im Nachkriegsdeutschland? Waren die Linken bzw. Linksextremen schon immer antisemitisch oder hat sich das erst allmählich nach dem Zweiten Weltkrieg so entwickelt? Was war der Knackpunkt? Ja, das ist eine gute Frage. Insofern besonders, weil Sie gleich unterschieden haben zwischen möglichen unterschiedlichen Phasen. Denn es ist in der Tat so gewesen, dass es in den 50ern und auch weit oder tief bis in die 60er Jahre hinein keine Rede von einem linken Antisemitismus gewesen ist. Es hat zwar
hin und wieder den Vorwurf gegeben, dass es einen Antisemitismus von kommunistischer Seite gegeben habe, insbesondere aus der DDR über die SED und die illegale KPD. Aber auch das ist in der Regel schwer nachzuweisen gewesen. Und interessanter ist vielleicht zu sehen, wie sich die Kernorganisation der späteren Studentenbewegung, der Sozialistische Deutsche Studentenbund, entwickelt hat. Das ist sowas wie die akademische Nachwuchsorganisation der SPD gewesen. Die hat ja im Grunde genommen viele dieser Fragen halt fokussiert. Und die war sehr stark für Israel, und zwar seit Beginn der 50er Jahre. Die hat sich zum Beispiel hinter eine Initiative gestellt, die sich nannte Friede mit Israel. Die ist offen für Wiedergutmachungsaktivitäten eingetreten, als das Wiedergutmachungsabkommen von Luxemburg 1952 zwischen der Bundesrepublik und Israel noch nicht gegeben hat und vieles andere mehr. Und das mündete dann sogar ein, dass halt viele dieser Gruppierungen dann einzelne Mitglieder nach Israel geschickt haben, die in Kibbuzim gearbeitet haben und so weiter und so fort. Und das hat sich maßgeblich geändert und man kann fast von einer Kehrtwende um 180 Grad sprechen durch den Sechstagekrieg im Jahre 1967. Die Tatsache, dass Israel diesen Krieg gegen Ägypten und andere arabische Staaten gewonnen hat, war eigentlich gleichbedeutend in dieser Wahrnehmung mit einer Verkehrung des Opfer-Täter-Verhältnisses. Also der jüdische Staat wurde zuvor als der Staat der Opfer wahrgenommen und anschließend haben nicht wenige von linker Seite ihn als einen Täterstaat versucht wahrzunehmen und sind gleichzeitig eingestiegen in eine Art von Kooperation mit den Palästinensern und palästinensischen Gruppierungen. Das ist eigentlich der große Wendepunkt gewesen. Danach sind halt verschiedene Palästina-Komitees gegründet worden. Und die 70er Jahre waren am Anfang bereits geprägt gewesen von dieser Verschiebung in diesem Koordinatensystem. Und die ersten offen antisemitischen Aktionen von linker Seite, die nicht wirklich gut aufgeklärt werden konnten, haben sich 1969 im Frühjahr und Sommer bereits hier in im damaligen West-Berlin, also hier in Berlin, abgespielt. Und sozusagen die entscheidende Tat, mit der das unmissverständlich deutlich geworden war, ist dann die Bombe im jüdischen Gemeindehaus am 9. November 1969 gewesen. Man muss sich mal versuchen, das vorzustellen, dass nämlich am 31. Jahrestag des Judenpogroms der Nationalsozialisten, der sogenannten Reichskristallnacht, jemand aus einer linksradikalen Kommune mit einer Bombe unter dem Mantel versteckt auf diese Gedenkveranstaltung gegangen ist. 250 Ehrengäste waren geladen und hat diese in einem Coca-Cola-Automaten deponiert. Der Zünder hat dann versagt und sie ist nicht explodiert, aber wenn sie explodiert wäre und das Signal oder die Symbolik dieser versuchten Tat war eigentlich schon schlimm genug. Und das ist eigentlich der Einstieg in diese ganze Dimension eines linken oder linksradikalen Antisemitismus gewesen. Und das ist, glaube ich, besonders hervorzuheben. Es ist leider so gewesen, dass man lange hat warten müssen, bis auch derjenige, der diese Bombe da hineingetragen hat, dann namentlich genannt werden konnte. Das ist erst im Jahre 2005 geschehen. Durch Ihr Buch. Ich habe dazu ein Buch vorgelegt und mir ist es aufgrund letztlich eines Stasi-Dokuments gelungen, den Bombenträger zu identifizieren. Aber wichtiger noch als der Bombenträger selber ist der Initiator dieser Tat gewesen. Das ist kein geringerer gewesen als Dieter Kunzelmann. Dieter Kunzelmann ist der Kopf der Kommune 1 gewesen. Das heißt, er stammte wirklich aus dem Herzen dieser antiautoritären und linksradikalen Bewegungen. Und die waren eher zusammen mit fünf anderen, die waren vorher ausgebildet worden von den Palästinensern. Und das ist eine sehr, sehr ungute und giftige Mischung gewesen, die damals zum Vorschein gekommen ist und die dann auch ganz tief hineingewirkt hat in den linken Terrorismus, sei es der Roten Armee-Fraktion, der Bewegung 2. Juni und auch der Revolutionären Zellen. Und einigen wird ja vermutlich das Stichwort Entebbe etwas sagen, dass es dann nämlich eine Flugzeugentführung gegeben hat
die Entführung einer Air France-Maschine durch zwei Deutsche, Wilfried Böse und eine Begleiterin von ihm. Und die haben eine Selektion zwischen Juden und Nichtjuden durchgeführt. Und das gilt eigentlich nach wie vor sozusagen als der Tiefpunkt dessen, was man unter dem Oberkapitel linker Antisemitismus in Deutschland, der Bundesrepublik, thematisieren kann. Wie Sie gesagt haben, das war definitiv der Tiefpunkt. Heute sind die antisemitischen Gewalttaten in der linksextremen Szene überhaupt nicht mehr so extrem, so stark wie damals. Und dennoch gibt es antisemitische Straftaten innerhalb der extremen Linken heute. Reden wir mal jetzt nur über Berlin, weil Sie sich da hervorragend auskennen, Herr Redlich. Also es gibt natürlich eine ganze Menge antisemitische Straftaten, die der absolute Schwerpunkt ist im Bereich der Rechtsextremen zu sehen. Aber es gibt auch linksextrem motivierte antisemitische Straftaten. Die sind im Jahr in Berlin immer im einstelligen Bereich. Und wir haben in den letzten Jahren auch keine Gewalttat gehabt, jetzt von einer abgesehen. Aber so etwas, was Sie jetzt aus den 60er und 70er Jahren geschildert haben, davon sind wir da glücklicherweise weit entfernt. Und sind die auch verpackt in dieses Deckmäntelchen Anti-Israel, anti-zionistische Taten, motivierte Taten, oder ist das offen antisemitisch? Also offen antisemitisch in dem Sinne, dass es hier sozusagen vom Sprachgebrauch gegen Juden geht, überhaupt nicht, sondern es geht hier in der Regel wird der Zionismus kritisiert. Und ich kann ja mal sagen, in diesem Jahr hatten wir bisher zwei Taten, die wir so einordnen. Und zwar, da geht es um Sachbeschädigung, dass eben Farbschmierereien auf Hausfassaden gemacht wurden. Der Wedding bleibt Problembezirk für Zionisten und Nazischweine und darunter Hammer und Sichel. Also eine Sachbeschädigung in diesem Sinne, aber eben mit einer linksextremen Motivation. Aber die, wie gesagt, wir haben dort eine geringe Anzahl jedes Jahr. Und das zieht sich die letzten 10 Jahre auch so durch die Berliner Geschichte. Das heißt, man könnte jetzt wieder auf die ganze Bundesrepublik gesehen eigentlich sagen, dass das eine wirkliche Bedrohung heutzutage seitens der extremen Linken zurzeit jedenfalls aktuell nicht besteht. Also ich sehe das auch so. Und ich finde auch, dass man sehr genau überlegen muss, wie man das zuordnet. Es ist keine Frage, dass diese Gefährdungspotenziale heutzutage in der politischen Rechten liegen. Und man muss auch vorsichtig sein, wenn man zum Beispiel die Geschehnisse der G20-Proteste von 2017 versucht auszuwerten und einzuordnen. Damals war in den Kommentaren, auch in den Kommentaren von einigen Politikern davon die Rede, dass das bereits Terrorismus auf der Straße gewesen sei, was man dort erlebt habe. Das ist kein Terrorismus gewesen, das ist noch etwas wirklich anderes. Ja? So geplant und konspirativ vorzugehen, dort hat es auch Konspiration gegeben. Diese Dinge sind auch verabredet gewesen, das ist keine Frage. Aber das ist noch nicht terroristisch. Dort gibt es Schwellen, die dabei noch nicht überschritten worden sind. Und insofern ist es immer die Frage, wie das zu bewerten ist. Ich muss noch etwas vielleicht Grundsätzliches an der Stelle erwähnen, weil es sozusagen um Implikationen und Explikationen geht. Also inwieweit der Antisemitismus explizit formuliert wird in Parolen Juden raus und ähnlichem mehr oder aber nur implizit transportiert wird. Und das ist etwas, was, glaube ich, für die Nachkriegszeit insgesamt zunächst mal sehr wichtig war, zu sehen, dass es kaum von Seiten der Linken einen expliziten Antisemitismus in dieser Form gegeben hat. Das hat es auf Seiten der Rechten gegeben. Es hat einen symbolischen oder eine Schmieraktion gegeben gegen die Kölner Synagoge an Heiligabend 1959 mit insgesamt über 700 Nachfolgetaten. Man spricht deshalb auch von einer antisemitischen Welle. Das war eine antisemitische Welle von rechts vorwiegend gewesen. Die Linke hat, wenn sie so etwas transportiert, hat sich sehr viel stärker bezogen auf Israel und auf den Antizionismus. Und es ist im Grunde genommen so etwas wie eine Art von Tarnvokabel auch gewesen, nämlich Israel so zu kritisieren, dass man eigentlich das Existenzrecht des Staates Israel gemeint hat,
in Frage stellen zu sollen. Und das ist eigentlich der Dammbruch, den es an der Stelle gibt. Und die Suche danach, jetzt sozusagen die wirklich identifizierbaren antisemitischen Parolen expressis verbis zu finden, die führt in der Regel zu keinen Ergebnissen. Das muss man wirklich auch ganz deutlich sagen. Die führt auf der rechten Seite zu den Ergebnissen. Und man muss auch deutlich machen, auf der rechten Seite geht es in der Regel um einen eliminatorischen Antisemitismus, nämlich mit dem Vernichtungswillen im Kern. Das kann ich auf Seiten der Linken, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht erkennen. Das ist ein gravierender Unterschied. Und wenn wir darüber reden, über linken Antisemitismus, sollten wir auch im Bewusstsein, gerade angesichts der aktuellen Drohung, dass es Anschläge gibt, dass es einen versuchten Anschlag auf die Synagoge in Halle gegeben hat und anderes mehr, das sollte man vielleicht an der Stelle auch noch mal hervorheben. Da frage ich mich jetzt auch vom Antisemitismus wieder mal etwas abgesehen und wenn wir den Blick wieder weiten, was sind die notwendigen politischen Strategien gegen Linksextremismus im Allgemeinen, Frau Teuteberg? Ja, also wenn wir gerade dabei waren, ob das implizit oder explizit ist, finde ich eben wichtig zu sehen, einerseits zwar den Unterschied zu machen, werden tatsächlich Menschen direkt bedroht oder ihr Lebensrecht in Frage gestellt. Das war eine wichtige Unterscheidung. Gleichzeitig, finde ich, haben wir natürlich subtile Formen von Antisemitismus, auch in linken politischen Argumentationen, die dann schon dazu dienen oder helfen, den Boden zu bereiten für antisemitische Taten. Also wenn in außen- und wirtschaftspolitischen Debatten doch bestimmte Verschwörungstheorien, bestimmte Muster wiederholt werden, die man bei Rechten auch findet, dann ist das natürlich trotzdem schon sehr problematisch. Und deshalb, glaube ich, braucht es da auch eine sehr klare Auseinandersetzung damit, das dann auch so anzusprechen und dafür zu werben, dass gesellschaftliche Probleme oder Dinge, die Menschen kritisieren, dass man dafür nicht immer irgendwelche Sündenböcke sucht und Verschwörungstheorien bemüht, sondern in der Sache argumentiert und darüber spricht, wo gibt es Probleme, wie kann man die lösen, aber sich eben dem eben klar entgegentritt und solche Argumentationsmuster auch nicht einfach stehen lässt, die darauf beruhen, dann doch irgendwelche Verschwörungen, Weltverschwörungen zu behaupten, die einfach ganz bekannte Muster sind, wo ja auch mit der Kapitalismuskritik und Anti-Amerikanismus dann doch Antisemitismus verbunden wird. Ich denke, das darf man eben gar nicht erst einsickern lassen und so stehen lassen, sondern da, wo es einem begegnet, auch ganz klar widersprechen. Denn da gilt für Antisemitismus ähnlich wie für Extremismus sonst. Es gibt keine Spielart, die irgendwie akzeptabel wäre oder irgendwie ethisch besser als eine andere Form von Extremismus oder Antisemitismus. Es ist immer gleichermaßen menschenverachtend und nicht vereinbar mit unseren Werten. Mhm. Herr Mittelberg, stimmen Sie Frau Teuteberg zu, dass das Argumentieren und immer wieder bewusst machen und klar machen, dass das ja, der also notwendige ich, Weg ist? Ja, also ich stimme ja auch in der Analyse zu. Ich würde eben auch die Israel-Kritik ist natürlich immer erlaubt. Also ich kann immer Israel kritisieren, kann auch sagen, die Politik finde ich in der und der Hinsicht blöd und ich finde Netanyahu doof und so. Das ist alles, kann man alles sagen, genauso wie man das ja hier auch in Deutschland glücklicherweise alles frei äußern kann. Aber wenn ich das Existenzrecht Israels in Frage stelle, dann ist das nicht nur kollidiert das nicht nur mit unserer Staatsräson und unseren Grundauffassungen, sondern dann ist auch irgendwann wirklich Schluss der Debatte. Und da muss man schon sehen, das ist natürlich nicht unmittelbar dann antisemitisch, aber es schafft natürlich ein Klima, in dem das sich dann zu antisemitischen Taten auswachsen kann oder das eben Nachahmer findet, die das dann umsetzen auf Juden, die in Deutschland leben. Und dann kann es irgendwann diese Grenze eben überschreiten. Und von daher muss man den Anfängen wehren und sehen, dass wir gar nicht erst solche Stimmungslagen und solche Diskussionslagen entstehen lassen. Und da ist es, glaube ich, auch gerade durch die Entwicklung mit neuen Technologien, neuen Kommunikationsformen über das Internet, diesen sozialen Medien, ist es natürlich auch, ich sage das mal, gefährlicher, teilweise unkontrollierter und radikalisierter geworden, was alle Formen des Extremismus angeht. Und das begünstigt leider das Entstehen eines Meinungsklimas in allen Spektren, wo wir dann auf einmal sich Täter da animiert fühlen, auch durch Gaming-Plattformen oder anderes, durch Zerstörungsspiele.
Das sind häufig dann verbunden mit anderen Radikalisierungen inhaltlicher Art, die im Netz stattfinden, sind das dann eben am Ende lösen die gewisse Motivationen auf. Diese Personen sind dann schon, ich sag mal, vordisponiert, weil die irgendwie gesellschaftlich isoliert sind und anderes. Also da sind Charaktere vorhanden, die quasi auf sowas anspringen. Die kriegen dann aber auch die entsprechenden Angebote in den sozialen Medien, sonst im Internet, auf anderen Plattformen. Und dann führt das am Ende zu solchen Taten, wie wir die beispielsweise in Halle erlebt haben, wie wir die aber auch in anderer Form bei Islamisten erleben oder wie wir die möglicherweise demnächst in ganz anderen Spektren erleben. Deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir können nachher noch über alle möglichen polizeilichen und für den Verfassungsschutz, über Ermittlungsmöglichkeiten andere sprechen, aber dass wir vor allen Dingen auch, ich sag mal, dieses ganze Vorfeld, glaube ich, ganz intensiv in den Blick nehmen, was wir da tun müssen, weil da viele Dinge im öffentlichen Diskurs durch die Verlagerung in das Internet und in die sozialen Medien uns eigentlich, ich sag mal, entglitten sind. Früher war ja die Kommunikation noch ein bisschen geordneter, sage ich mal, über irgendwie strukturierte Medien, sage ich mal, Redakteure, die noch mal irgendwas gegengeprüft haben, bevor sie in Zeitung gesetzt haben. Heute schreibt jeder selber seinen Kram auf und die Leute pushen sich untereinander gegenseitig auf. Wie ist das denn jetzt von polizeilicher Sicht? Welche Probleme stellen sich der Polizei bei der Aufklärung linksextremistischer Taten? Also ich denke, was linksextremistischen Taten relativ gemein ist, ist, dass es eine Art Ethos gibt, sehr verschwiegen zu sein. Die Polizei, die Staatsanwaltschaft wird ja mit als Feind angesehen. Repression ist ein Thema der Linksextremisten und sie können im Internet also ganze Anleitungen abrufen, wie man sich verhalten soll bei der Polizei, dass man niemals eine Zeugenaussage macht, dass man also mit keinem redet und so weiter. Und das ist etwas, was wir durchaus merken bei den Ermittlungen. Ja, dass es eben in anderen Umfeldern eher möglich ist, Aussagen zu bekommen. Nun sind Aussagen ja nicht das Einzige. Heute arbeiten wir sehr viel mit Sachbeweisen und deswegen gibt es auch Verurteilungen. Aber wir sehen schon, dass es auch wirkt, wenn man eben sich so einschwört darauf, niemals irgendwas zu sagen. Also das spüren Sie schon, dass bei Befragungen und bei diesen Ermittlungsversuchen, dass die Linksextremen da eher dicht halten und keine Informationen weitergeben. Mehr als Rechtsextreme, mehr als Islamisten. Ja, also da könnte man aus linksextremer Sicht von einem Chorgeist sprechen, sozusagen. Das ist ja etwas, was anderen Berufsorganisationen vorgeworfen wird. Das wird ja manchen Berufsorganisationen vorgeworfen, dass wir zum Beispiel sowas hätten. Aber dass hier Linke sich untereinander anzeigen und sagen, ich finde das nicht in Ordnung, was der macht, das ist zu viel, das wäre jetzt aus unserer Sicht die absolute Ausnahme. Sondern das haben sie eher in anderen Bereichen. Das gibt es auch durchaus, sagen wir mal, im salafistisch-islamistischen Bereich schon mal, dass jemand sagt, er ist zwar sehr hier für den Salafismus, aber mit Gewalt will er jetzt auch nichts zu tun haben und dann auch eine Aussage macht, weil er das eben nicht in Ordnung findet. Das sehen wir im linksextremen Bereich nicht so. Das wird den einen oder anderen, der sich das anhört, sicherlich wird denen das gefallen ist, sagen, genau so soll das ja auch sein. Ne, aber wenn Sie danach fragen, welchen besonderen Schwierigkeiten stehen wir denen dort gegenüber, dann ist es eben eine erkennbar geringe Aussagekraft und etwas, was rechtsstaatlich natürlich möglich ist und letztlich auch irgendwie gewollt ist, aber das vollständige Ausreizen sämtlicher Mittel an Verteidigung und Einsprüchen etc., die eben der Rechtsstaat bietet. Also das Anerkennen und zu sagen, ja, dann bin ich jetzt verurteilt worden, das nehme ich jetzt so hin, das ist auch, wäre jetzt eher unüblich. Wenn wir jetzt die beiden äußeren Pole des politischen Spektrums betrachten, Linksextremismus und den Rechtsextremismus, das klang jetzt schon an in der Diskussion, aber Dr. Kraushaar, wo sehen Sie die Gemeinsamkeiten und wo die Unterschiede zwischen den beiden Extremen? Also es gibt ja eine verbreitete Annahme, dass links und rechts, was die Extremismen anbetrifft, gleich zu sehen und zu bewerten seien. Das mag zunächst mal objektivistisch so zu sein, dass man das natürlich mit den gleichen Kriterien zu bewerten hat. Es gibt sogar ja eine sogenannte Theorie, nämlich die Hufeisentheorie, die meint, dass genau in der Form als Metapher zumindest vor Augen stellen zu können,
Ich bin kein Anhänger dieser Hufeisentheorie. Ich halte sie auch für keine wirkliche Theorie. Sie ist im Grunde genommen eine Art von Vulgarisierung der Extremismustheorie, weil die Unterschiede liegen, also insbesondere wenn man auf das Verhältnis zum Judentum, zum Staat Israel und zum Antisemitismus anbetrifft, meines Erachtens auf der Hand. Das erste ist, und ich habe das Stichwort vorhin schon genannt, von rechter Seite aufgeladen von der nationalsozialistischen Vergangenheit ist es ein eliminatorischer Antisemitismus. Und alles, was wir unter diesem Stichwort zu diskutieren haben, steht, wenn Sie so wollen, im Schatten von Auschwitz. Das heißt, jeder, der nach 1945 sich antisemitisch geäußert hat, muss das im Bewusstsein getan haben, wohin das geführt hat, wohin das hat führen können. Und das ist ein elementarer Unterschied gegenüber der Linken. Rechte, die das für sich in Anspruch nehmen, setzen damit eigentlich implizit so an, als wollten sie dieses Vernichtungsprogramm fortsetzen. Und das sehe ich als einen ganz gravierenden, entscheidenden Unterschied an. Damit will ich nichts etwas leichter und leichtfertiger behandelt sehen, was von linker Seite als verkappten oder indirekten oder vielleicht auch expliziten Antisemitismus anbetrifft. Das ist auch zu verurteilen, aber es gibt diesen meines Erachtens qualitativen Unterschied. Das ist das eine. Das zweite ist, und das finde ich ebenfalls sehr, sehr wichtig in dem Zusammenhang, man kann es sozusagen als Negativbeispiel deutlich machen durch ein Zitat. Der linke, ursprünglich aus der DDR stammende Schriftsteller Gerhard Zwerens, der auch eine Zeit lang sogar Bundestagsabgeordneter gewesen ist, hat 1976 in der Debatte über Entebbe, das, was ich vorhin erwähnt habe, gesagt, dass sich Antisemitismus und Linkssein ausschließen würden. Das heißt, er hatte, wenn man so will, ein kategoriales Vorverständnis, dass dieses beides nicht in Berührung bringen konnte. Und man könnte ja sagen, wenn das die Überzeugungen auf linker Seite sind, ist das ja zumindest mal ein Vorteil, nämlich kategorial zu glauben, dass das nicht möglich sein sollte. Empirisch ist das aber Unsinn, weil es das auch empirisch nachweisbar von linker Seite gibt. Und ich würde sogar ergänzen wollen, es gibt es auch in der sogenannten politischen Mitte. Es gibt jedenfalls empirische Untersuchungen darüber, dass Antisemitismen auch dort vorhanden sind, obwohl es zu dem politischen Überbau überhaupt nicht passt. Insofern würde ich sagen, man sollte aufpassen in einer Gleichsetzung von links und rechts, auch bis in den Extremismus hinein, ohne irgendetwas dadurch als leichter anzusehen und insofern verharmlosen zu wollen. Also das sind für mich jedenfalls zwei entscheidende Unterschiede. Mhm. Herr Mittelberg, sehen Sie das auch so, dass man da unterscheiden muss und dass die Linksextreme dann doch von qualitativ nicht zu vergleichen ist mit dem rechtsextremen Spektrum? Also ich finde, ich kann das alles sehr gut nachvollziehen und muss ganz ehrlich sagen, habe jetzt noch viel dazu gelernt durch die Ausführungen von Herrn Krauser, weil ich diese Präzisierung im Hinblick im Verhältnis zu den Juden oder zu Israel oder so noch gar nicht so drauf hatte, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Also finde ich, bin ich Ihnen sehr dankbar. Also zeigt immer wieder, durch solche Diskussionen lernt man auch viel. Generell würde ich sagen, Frau Teuteberg hatte das vorhin schon mal angedeutet, wenn man die beiden Extremismusformen betrachtet, stelle ich eben, das ist für mich so ein fühlbarer und auch, finde ich, im Alltag jetzt noch erkennbarer Unterschied, stelle ich immer fest, dass die Linke eben ja, in vieler Hinsicht cleverer, ich sage das mal zum Teil auch charmanter, etwas intelligenter argumentiert, für ihre Ziele wirbt und sie häufig auch Ziele herausstellt, die verfolgenswerte Ziele sind oder ich sage das mal zumindest sehr diskutable Ziele, also wie das mit der Globalisierung läuft und was da gut oder was da schlecht läuft und was vielleicht eben auch wirklich schlecht läuft, das kann man ja sehr gut diskutieren. Oder den Klimaschutz. Klimaschutz, Extinction Rebellion und so, kann man dafür stundenlang, tagelang ganze Straßenkreuzungen hier blockieren, ist das dadurch zu rechtfertigen oder Dannenröder Forst oder anderes, muss ich das so weit treiben, diese Dinge, die ablaufen. Also da sind Ziele dahinter, die werden auch sehr deutlich herausgestellt.
die achtenswert sind, die sehr diskutabel sind, die auch einen hohen Wert haben. Und da wird dann irgendwie so argumentiert, weil diese Ziele ja so erstrebenswert sind und weil die auch so hoch zu schätzen sind, dann darf man eben doch eigentlich die Grenzen überschreiten und dann darf man es jetzt doch machen. Und also das ist jetzt so ein wichtiges Ziel, da kann ich doch mal eben die anderen stundenlang an ihrer freien Bewegungsfähigkeit hindern und ich kann dann auch mal die Grenze überschreiten, kann Gewalt gegen Sachen ausüben und dann geht es eben im Zweifel vielleicht auch mal ein bisschen daneben. Und die, die dann diesen blöden Staat schützen und verteidigen, das sind dann eben doch die scheiß Bullen. Und die kann ich dann eben auch mal mit Flaschen und Steinen bewerfen. Und dabei nehme ich nicht mehr ganz zur Kenntnis und vermittle auch, indem ich immer von den scheiß Bullen rede, vermittle ich ja so einen Eindruck, als ob unter so einem Polizeihelm eigentlich gar kein Mensch mehr wäre, sondern irgendwie eben so ein scheiß Bulle. Und das ist genau die Gefahr, dass in so einer Vermischung von Zielen und Sprache und anderem da diese Grenzüberschreitung eine gewisse, ich sag das mal, sehr qualifizierte und auch sehr intelligente Begründung erfährt. Und da ist die rechte Fraktion, ich sag das mal, deutlich platter, schlichter und in ihren Zielen teilweise ja offenkundig zu missachten. Aber gab es da nicht ein Versäumnis von bürgerlicher Seite, genau diese Themen, Ökologie, Globalisierung, ebenfalls mit Inhalt zu füllen, sodass man der linksextremen Szene den Wind aus den Segeln nimmt? Aber das ist eine Frage eben, das ist Frau, ich bin heute wieder dabei, Frau Teuteberg, den gebe ich im Parlament häufig auch mal recht. Das ist, ich muss mir das jetzt mal überlegen in Zukunft, ob ich das so häufig machen kann. Aber wir können ja im Parlament alles machen. Wir können bei Wahlen alles machen. Ich kann sagen, die Kanzlerin ist doof oder der Kanzler ist blöd und da muss jetzt mal ein anderer gewählt werden. Ich kann eine neue Partei gründen, kann sagen, ich bin jetzt nur für dies oder das Ziel. Das ist alles in Deutschland möglich. Das kann ich machen. Alle diese Dinge kann ich verfolgen. Ich kann für Mehrheiten werben. Wir sehen auch, dass es neue Entwicklungen gibt, dass es auch Fridays for Future gibt, die große Zustimmung erfahren. Aber die müssen ihre Ideen dann auch wie alle anderen in einen Entscheidungsprozess einbringen, in einen parlamentarischen Prozess. Und am Ende müssen sie auch überzeugen, vielleicht mit Wissenschaftlern an der Seite. Dann wird um Mehrheiten gerungen. Und wenn es dann diese Mehrheiten und diese Überzeugungen gibt, dann ist auch gut, dann wird das umgesetzt. Ich glaube, die haben auch schon viel Druck gemacht. Ich glaube, es hat sich eine ganze Menge bewegt. Aber darüber kann man ja auch weiter streiten. Man kann auch über die Zeitschienen streiten, dass es noch schneller gehen muss. Ist alles okay, ist rechtfertigt, aber nicht dazu, ich sag mal, die Grenzen des Verfassungsmäßigen, die Grenzen unserer demokratischen Auseinandersetzung zu überschreiten. Das rechtfertigt auch das netteste Thema nicht. Ich würde ganz gerne nochmal anhand eines aktuellen Beispiels auf das, was Sie, Herr Mittelberg, eben ausgeführt haben, anführen wollen. Und zwar gibt es ja den Konflikt um den Dannröder Forst. Es handelt sich ja um den Ausbau der A49, das Teilstück zwischen Kassel und Gießen. Und da ist jetzt vor kurzem das letzte Waldstück gerodet worden. Und dazu hat es große Protestaktivitäten gegeben, Baumbesetzung und so weiter und auch Zusammenstöße und so weiter und so fort. Und da gab es eine interessante politische Situation. Die Partei der Grünen ist ja Teil der hessischen Landesregierung, Koalitionsregierung mit der CDU zusammen. Und der Parteivorsitzende Habeck war kürzlich deshalb befragt worden, ob er denn seinen Aktivisten, die jetzt sozusagen für Umweltziele auftreten würden, in den Rücken fallen wollte oder ob er auf der Seite seiner Regierung und Regierungsbeteiligung in Hessen stehen würde. Und der Habeck hat überhaupt keinen Zweifel daran gelassen, dass diese Entscheidung gefallen sei, dass sie demokratisch legitimiert sei und dass es deshalb keinen Grund dafür gibt, diese Proteste auf Teufel komm raus fortzuführen. Das fand ich ganz bemerkenswert, denn Herr Habeck und die Grüne Partei sind sicherlich eine eher links einzuordnende Partei als eine rechte Partei, wahrscheinlich als eine linksliberale, wie auch immer, natürlich ökologische in erster Linie. Und das fand ich bemerkenswert, weil man dort auch sehen kann, dass selbst in einer solch schwierigen Situation auch ein Lernerfolg, was nämlich die Modalitäten dieser repräsentativen Demokratie anbetrifft, möglich sind. Herr Redlich, wenn Sie jetzt aus polizeilicher Sicht die linksextremen und die rechtsextremen Straftaten vergleichen, können Sie da auch gewisse Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten benennen in den Straftaten selbst, in der Qualität, in der Art, wie
wie die begangen werden? Also ich bin kein Freund von diesem Vergleich, insbesondere dann nicht, wenn er zu dem Schluss kommt, dass es eigentlich alles dasselbe, nur ein bisschen anders lackiert. Ich glaube, diese Diskussion führt nirgendwo hin. Und wenn man sich die Art der Straftaten anguckt in Deutschland, auch in Berlin, aber in ganz Deutschland, wird man hier auch erhebliche Unterschiede sehen. Im rechtsextremen Bereich teilweise geprägt von echtem Vernichtungswillen gegenüber Individuen, dass hier durch ausländerfeindliche Straftaten Menschen getötet werden. Wir hatten recht Terrorismus in Deutschland lange nicht entdeckt, auch durch die Sicherheitsbehörden. Und diese brutalsten Formen, die haben wir nicht mehr. Es gab ja auch eine Zeit des linken Terrorismus, aber die haben wir nicht. Es gibt Aktionsformen, die von beiden Seiten gesehen werden, die durchaus vergleichbar sind, von Körperverletzungen über eben auch Gewalt gegen Sachen. Aber für mich bedeutet es nicht, dass das vergleichbar ist. Da muss man fairerweise sagen. Und auch die, wie ich ja eingangs gesagt habe, die Zahl der linksextremen Gewaltstraftaten sind höher. Was wir aber nicht haben, sind Morde durch Linksextreme. Und gibt sicherlich Taten, bei denen das Menschenleben billigend gefährdet wird, insbesondere gegenüber Polizisten passiert das. Aber die Morde werden durch Rechtsextreme begangen und durch Islamisten. Frau Teuteberg, wenn wir jetzt mal ein bisschen von Ihrem Alltag im Bundestag sprechen, ja, und mit Gesprächen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, wenn es da um Straftaten seitens der Rechten, der extremen Rechten geht, beziehungsweise um Straftaten der extremen Linken geht, ist es da so, wie es hier auch schon angeklungen ist, dass man irgendwie das so eher akzeptiert, was seitens der Linken, Linksextremen passiert, oder wird damit gleich im Maß gemessen? Wie sehen Sie das? Wie erfahren Sie das? Also da wird jetzt gar nicht so oft explizit drüber geredet unter Kollegen, aber mir fällt generell auf, dass also eher in Pressestatements zum Beispiel von Politikern der Linkspartei schon häufiger solche Begriffe auftauchen, wie wenn es nach irgendwelchen Gewalttaten und Ausschreitungen auch schnell mal es heißt, dass Aktivisten nicht kriminalisiert werden dürften. Oder übrigens auch bestimmte Phänomene, ganz aktuell Adbusting. Da gibt es dann schon auch Anfragen, öffentliche Statements aus dem politischen Bereich, wo das verharmlost wird oder wo gesagt wird, man dürfe ein bestimmtes Handeln nicht kriminalisieren, was ich immer schon einen sehr problematischen Begriff finde, weil ich sagen würde, die normalen Formen politischen Engagements sind auch nicht strafbar in dieser Bundesrepublik. Wer schon mit diesem Begriff ankommt, der unterstellt eigentlich schon, dass das irgendwie da ein politisches Strafrecht gäbe und stellt auch schon wieder so die Freiheitlichkeit und Demokratie in Frage unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und was wir brauchen, finde ich, für eine wehrhafte Demokratie, ist so ein Grundkonsens und Verständnis dafür. Der ist manchmal vielleicht auch unbewusst, leider finde ich, ungenügend da, dass bestimmte Regeln für alle gelten. Und wenn man sie einmal nach politischer Opportunität ein bisschen anders handhabt, kommt man in extreme Glaubwürdigkeitsprobleme, wenn man sie gegenüber einer anderen Seite dann doch wieder strenger handhabt. Und dazu gehört zum Beispiel das Uniformierungsverbot im Plenum des Deutschen Bundestages. Von links werden ja auch häufiger mal Transparente eingeschleust oder eine abgesprochene gleichförmige Kleidung getragen, ob das bestimmte Schals sind oder T-Shirts oder wie auch immer. Und mal so ein Grundbewusstsein dafür zu haben, dass das der Demokratie unserer Verfassungsordnung dient, sich daran zu halten, das nicht zu tun, weil man im Parlament durch Worte überzeugen soll. Deshalb heißt das Parlament, und es geht nicht um optische Dominanz, Einschüchterung, da liegt ein tieferer Sinn dahinter. Und wenn man das von linker Seite akzeptiert, bekommt man Probleme, sobald man gegenüber auch einer anderen politischen Seite klare Ordnungsmaßnahmen ergreifen will, bei Störungen, Gefährdungen des parlamentarischen Prozesses. Und das ist schon ein Problem, was jetzt auch virulenter wird, dadurch, dass man jetzt zum Teil gegenüber der AfD bestimmte Maßnahmen ergreifen will,
haben die manchmal einen Punkt darin, darauf hinzuweisen, dass man gegenüber linken Aktionsformen, die ebenfalls die Grundsätze des Parlamentarismus, der Geschäftsordnung des Bundestages verletzen, da nicht konsequent eingeschritten ist. Und ich würde mir wünschen, dass jeder da die Verantwortung wahrnimmt, sich zu überlegen, was bedeutet der Regelverstoß, wenn der mal von einer anderen Seite käme, und sich das bewusst zu machen, welche Verantwortung man dafür auch trägt. Ich möchte vielleicht zum Abschluss eine Frage stellen, die uns von einem Facebook-User zugesendet wurde. Er fragt, warum eigentlich die linken Eliten sich nicht viel klarer distanzieren von linksextremen Straftaten. Die Frage müssten Sie an die Beteiligten selbst richten. Das ist aber genau der Punkt, dass da eben vielleicht im eigenen Spektrum hier und da eine gewisse Verniedlichung stattfindet. Dass man eben doch so ein bisschen sagt, naja, der Zweck heiligt doch bestimmte Mittel und wir überschreiten die Grenzen ja nur so ein bisschen. Und am Ende ist man dann wie bei G20 auf einmal entsetzt. Also ich sag mal, wenn es die üblichen Dinge gibt wie Flaschenwerfen auf Polizisten, dann sagen, na ja gut, das ist dann, kommt dann vielleicht vor, das ist halt so bei einer Demo, und da hat dann auch die Polizei irgendwie zu früh ist die losmarschiert, die hat die irgendwie provoziert, und dann ja, und bei Vermummung muss man da überhaupt einschreiten, muss man, also das sind dann so Dinge, die sind ja, werden ja immer in diesem Grenzspektrum, ich würde die auch nicht diskutieren, aber die werden immer so in diesem Grenzspektrum diskutiert. Aber als dann systematisch diese schwarz gekleideten Leute da durch die Vorstadt zogen und haben da dutzendweise Autos in Brand gesteckt und anderes, das waren ja Szenen wie vom anderen Stern, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Und da waren, glaube ich, viele auch im linken Spektrum doch, um das freundlich auszudrücken, beeindruckt. Und einige haben sich distanziert, andere haben aber auch eine ganze Zeit lang gebraucht, ich sage das mal ganz deutlich, um sich zu distanzieren. Es ist zu begrüßen, dass Herr Habeck sich so deutlich zum Dannenröder Forst geäußert hat. Das war aber bei einigen Grünen, bei G20 haben die sehr lange gebraucht. Und manche haben es bis zum Schluss nicht geschafft, sich da irgendwie zu distanzieren. Also Cem Özdemir hat, glaube ich, relativ frühzeitig dann einen halben Tag später was gepostet. Aber von anderen Grünen hat man sehr spät und zum Teil gar nichts gehört. Und von Linken zum Teil überhaupt nicht. Also da sage ich mal ganz ehrlich, am Ende müssen Sie die Frage an die Beteiligten selbst richten. Aber ich kann nur sagen, ich stelle das tatsächlich als Mangel fest, dass diese Distanzierung eben nicht so klar und deutlich erfolgt, wie sie erfolgen müsste in einem demokratischen und in einer, ich sage mal, wirklich bei uns funktionierenden Demokratie, kann man solche Formen der Auseinandersetzung über Themen und Inhalte nicht akzeptieren, wie auch bei Dannenröder Forst oder bei G20. Lassen Sie mich vielleicht eines hinzufügen. Es hat einen Vorfall oder ein Beispiel gegeben von einer linken Bundestagsabgeordneten, die mit einem Schal aufgetreten war, wo der Nahe Osten abgebildet war, allerdings ohne den Staat Israel. Und also diese Phänomene finden Sie gerade in der Partei Die Linke offenbar immer wieder. Und ich bedauere das ebenso, dass es da eigentlich keine wirklich aktive Distanzierungspolitik gibt gegenüber solchen eigentlich Außenseiterpositionen auch innerhalb dieser Partei. Das müsste eigentlich viel aktiver betrieben werden. Aber ich würde gerne noch was anderes anführen, weil es gibt zwei Stichworte, die hier in der Diskussion gefallen sind, die meines Erachtens einen beunruhigen müssten, die aber denen bislang zu wenig nachgegangen worden ist. Das eine ist das Stichwort Debattenkultur und insbesondere, ob es nicht möglich ist, angesichts der gravierenden Rolle, die sogenannte Verschwörungstheorien im Umfeld der Anti-Corona-Demonstrationen eingenommen haben, mit denen diskursiv in der Debatte dann auch wirklich so etwas auszuräumen oder abzuschwächen, wie auch immer. Und ich glaube, das enttäuschende Ergebnis besteht darin, dass man da fast immer auf verlorenen Posten steht. Also man hat das eigentlich schon bei den Pegida-Demonstrationen sehen können, dass Versuche von außen, mit denen ins Gespräch zu kommen, auf eine vehemente Form der Ablehnung gestoßen sind. Und die Frage, und das hängt dann allerdings meines Erachtens auch mit, ist sehr eng verbunden mit dem Thema des Antisemitismus, wo der Antisemitismus eigentlich so gut getarnt und versteckt ist und eigentlich in gewisser Weise aufploppt in bestimmten Situationen, dass man die eigentliche Dimension, die eigentliche Tiefendimension nicht erreicht durch das bloße Gespräch.
Und die Frage ist dann natürlich die, ja, welche anderen Möglichkeiten stehen einem zur Verfügung? Und da würde ich zuerst mal sagen wollen, man muss umschalten von der bloßen politischen Debatte in die Frage einer psychologischen oder psychologisierenden Interpretation. Warum gibt es einen solchen Drang, Sündenböcke zu finden für Dinge, die nicht so einfach zu erklären sind? Zumal bei der Corona-Pandemie, wo es ja keinen politischen Sündenbock gibt, ja, der dafür in Verantwortung zu ziehen sei. Dennoch gibt es alle möglichen Verschwörungstheorien bis hin, dass behauptet wird, Bill Gates wolle dann Massenimpfungen durchführen und so weiter und so fort. Ich will diesen Unsinn jetzt hier nicht wiederholen. Das ist wirklich ein Phänomen, das rührt auch in eine Gefahrendimension der gegenwärtigen Demokratie mit hinein. Und ich glaube, man sollte versuchen, gerade diese Unruhe, die es dort gibt, die offenbar in einer psychologisch bedrängten Situation dann versucht, das zu kompensieren, indem man nach Sündenböcken ruft. Und da sind dann die Juden oder die jüdische Weltverschwörung, das ist sozusagen das alte Klischee, das auf einmal auch in einem Land wie Deutschland wieder hervorgezaubert wird. Und über diese Zusammenhänge müsste man wirklich genauer nachdenken und weiter diskutieren, wenn ich das von meiner Seite vielleicht noch einbringen darf. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen allen für diese anregende Diskussion und hoffe, dass auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, neue Einblicke in dieses Thema gewinnen konnten, und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend.